Der ist noch gut, den habe ich ja gemacht, der ist durch. Für die Einspritzdüse, die ist ja ins Flöten gegangen. Der Chef ist nicht da. Der ist noch in seinem Tiefschlaf. Er kommt nicht vor 10 Uhr, meinen die hier. Dann habe ich gefragt, soll ich die schon mal ausbauen? Dann hat er gesagt, ja, wir haben noch so viele andere Autos hier. Die hätten mir doch wenigstens Werkzeuge geben können. Ich will jetzt auch nicht einfach Werkzeuge nehmen hier. Ach, hätte ich mal eine Guido-Kiste dabei. Aber ich sehe schon, ein paar neue Autos sind wieder abgeschleppt worden. Ne? Frankreich. Mercedes und Ford. Boah, aber viele ausländische Autos hier. Mal gucken, wie es heute vorangeht. Also ich habe gesagt Nescafé, Leute. Und das habe ich bekommen. Okay, Türchen, Glas. Habt ihr das schon mal gesehen? Hier in der Türkei muss ich Bescheid geben. Weil ich bin ja früh aufgestanden. Ihr glaubt es nicht, Leute. Ich konnte keine Minute schlafen. Links und rechts. Die ganze Zeit nur überlegt. Mich würde schon interessieren, was die alle hier haben, ey. Was für Probleme und so. Was für Probleme, also der hat ein Bremsenproblem, das wäre ich. Guck mal hinten die Bremse. Achtet. Bremse, und der kommt vom Barmen. Okay, das seiner ist ganz klar. Checken wir den Wagen vorher nicht durch. Dass die Bremse so runtergefahren ist, ist ja Eisen auf Eisen. Wieder Gummiwickel, das gibt's doch nicht. Für dieses Gummi ist wieder weg. Der Usta ist da. Und er meint so, fang schon mal an, aber ich will jetzt erstmal wissen, mit welcher Werkzeugkiste ich arbeiten soll. Klimagas müssen wir rausholen. Die Abdeckung oben müssen wir abmachen. Und da fangen wir mal an. Ich hoffe mal, dass wir heute unser Audi fertig kriegen, weil der Chef ist wieder weg. Morgensport haben wir auch gemacht. Ich habe gerade ein Auto geschoben. Lünen, Berlin. Hier der Kollege hier mit Bremsen stehen geblieben. Überall Franzosen. Griechische. Und plägt mich Satan. Ah, Balzı uçmuş abi ya. O zaman kesin bu sıkıyor bunu. Brems sattı sıkıyor. Ha, öbür taraf zaten öyle değil. Orası yeni gibi duruyor. Sorun burada. E tabi sorun burada. 100 km önce o başladı. 100 km sonra gitti. Tak. Aynen. Araba yeni mi aldın? Geçmiş olsun. Ya şey değil ya. Büyük iş değil. Fren balatalar falan bulunur. Sattel ist am Klemmen. Weil hier zum Beispiel, das ist sehr interessant. Guckt euch das mal an. Hier die ganzen alten Auspuffe und dann daneben die neuen. Ich glaube, er bereitet die auch. Merhaba abi, kolay gelsin. Deutschland ist ja so, ey, Lichtmaschine ist kaputt, komm, kauf ein neues. Ne, egal, ob das jetzt 600, 700 Euro kostet. Da wird nicht mehr irgendwie eine Diode getauscht. Kohlestifte schon gar nicht mehr. Und ja, was machen die? Lichtmaschine neu. Und hier ist das echt so, egal was du machst, hier wird geholfen. Hier wird einfach das Alte wieder erneuert. Egal, ob es Antriebswellen sind, Cut, Auspuff. Sogar, die können sogar Bremsklötze auf den alten Belag draufkleben. So sind die hier. Ne? Und das finde ich geil. Wir haben jetzt angefangen, aber der meinte, bevor wir jetzt das Ganze ausbauen, er will was ausprobieren. Da bin ich mal gespannt, was er ausprobieren möchte. Dann fragen wir mal. Weil wir müssen eigentlich ja viel abbauen. Für die Einspritzdüse, die ist ja uns flöten gegangen. Also das Gewinde hat sich verabschiedet. Hier haben wir noch die restlichen Teile vom Gewinde. Ja, die war echt voll, ist alles runtergefallen. Und da ist die Einspritzdüse, die rausgeflogen ist. Die stand halt ein bisschen schief. Ja, nicht, dass wir da irgendwas an der Nockenwelle abbekommen haben, aber glaube ich eher weniger. Ach, ey, das ist so schlimm, wenn du deine Werkzeugkiste nicht da hast. Also ich feiere das auch, ne? Also wenn du Werkzeuge hast, so zusammenzusuchen und dann irgendwie versuchen, das Ding abzumachen. Finde ich geil. Aber ich bin schon ein bisschen verwöhnt. Gedore, du machst auch, du weißt, welche Schublade wo ist. Zack, 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 alles passt. Aber so mache ich das auch.
Früher war das dann so, die Werkstatt hat Hilfe gebraucht, ich bin hingegangen zum Arbeiten. Da war ich nicht mal Geselle, glaube ich, da war ich noch Azubi. Musste ich da einen Tag arbeiten und dann war das auch so. Werkzeugkiste, voll katastrophal, ich musste mir Sachen raussuchen. Dann musste ich zu der Kiste gehen, dort nochmal nachfragen. Ja. Kompressor da oben. Schön. Auch eine schöne Atmosphäre hier, muss ich sagen. Ich da kolay lan götüreceğim, da kısa lan götüreceğim. Aa, okay. Ben şunu sökeyim mi? Sök abi, sök. Okay. Sıkıydı. Der kriegt keinen Sprit, der hat Probleme mit der Kette, der hat das, der hat dies, der hat Bremsen. Wir sind dabei, natürlich, der Uster muss immer hin und her, weil der ganze Zeit gerufen wird und der heißt ab jetzt Pokémon. Pokémon Uster. So wird der hier genannt. Wahnsinnskerl. Ja. Sana niye Pokémon diyorlar? Kendi iki tane Serkan var, karıştırıyorlar. Yaş kaç Serkan Usta? 23 abi. 23. Kaç seneden beri yapıyor? 11 sene olacak abi. 11 sene. Ist 23 Jahre alt und macht es seit 11 Jahren. Das kaufe ich noch ab. Hier in der Türkei ist das so. Çırak'ta büyüyorsun değil mi oradan? Hier ist das dann so, Çırak heißt halt Lehrling. 12 yaşında başladı. Ne? Hat mit 12 Jahren angefangen und hat nur das gemacht. Ve zor giriyor. Ya da gerçi ben mi yamulttum bilmiyorum. Bizde de oluyor abi. Aynen yani bir de acayip zor giriyor. Bu şeyler var, bizim burada semboller var, Clio'lar var. Clio. Bunlar da arkada var, bu yamulunca takamazsın abi. Aynen aynen, biliyorum biliyorum. Oo. Siehst du, das liebe ich hier, mit Gleichgesinnten zu reden. Dieses Rohr war schon krumm. Und ich habe, also das habe ich auch nie gezeigt, der hat Ladedruck verloren. Ne? Dann habe ich auf jeden Fall mal hier Druck drauf gegeben, nichts passiert. Dann habe ich Nebel drauf gegeben und habe gesehen, dass er hier rauspfeift. Und das war viel. Dann habe ich alles neu geholt und ja, siehe da. Und der verliert keinen Ladedruck mehr. Das ist wie Tag und Nacht, das ist Wahnsinn. Normalerweise muss die Klimaleitung wieder abgebaut werden, abgesaugt und abgebaut werden. Das hier muss raus, die Abdeckung, damit wir den hier hoch machen und dann rausziehen. Aber der will sich das anschauen, ob er das so rausholen kann. Ich habe zwar gesagt, geht nicht, aber der will das ausprobieren oder machen. So, er hat die Plätze gemacht, Plätze drauf. Nur das Problem ist, hinten sahen die noch sehr gut aus, die Klötze, aber vorne waren die weg. Ich schätze mal, ja, sieht so aus wie ein No-Name, keine Ahnung. Und die wurden auch vor kurzem, was war denn, Usta, da yeni takılmış bu, ha? Çok zamanda değil yani. Yok, 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 eski. Aynen. Bence ne biliyor musun abi? Bu buradan kırıldı. Ya kliper kaynadığından dolayı. Aynen. Ya da malzemenin kalitesizliğinden. Ya. Bir seçenek var. Bu aradan bu arabayı ayın 25'inde aldım. Aynen. Onun içine böyle ucuz bir şey taktılar abi. 25'inde aldım. Arabayı aldım. Satın aldım. Aynen. Bu araba bu şekilde. Ya. Ich schätze mal, dass die Belege abgefallen sind und somit das Ding. Ja, Problem ist, ja. Auf jeden Fall. Also, wir haben auf jeden Fall 5000 Newton drauf. Geräusche wirst du auf jeden Fall haben, aber das ist kein Problem. Wichtig ist, guten Bremsdruck hast und dass du nicht das Gefühl hast, dass der irgendwie. Feren, testi var mı abi? Bir yere koyup kontrol etmek? Yok. Tamam abi, çok önemli. Ha, geçmiş olsun abi. Şimdi bakalım. So, bayağı yemiş değil mi? So, das Gewinde ist rausgeflogen. Das habe ich neu gemacht. Das ist rausgeflogen und das machen wir auch neu. Also jetzt kommt nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Türkisch heißt. Tornacı, değil mi? Türkçesi. Ha. Ich glaube, ein Dreher oder so. Der wird jetzt das Gewinde und so reinmachen. Da werden wir auch dabei sein. Kein Aktier. Ha, ach, Dings. Schweißer ist er auch. Okay. Aber ich muss sagen, der Junge, der hat's drauf. Ich mag weder Schrott. Klimagas haben die einfach so rausgeholt, ne? Die Leute haben es hier drauf. Die machen Motoren runter. Ohne Bühne. Also da kann jeder Laptop-Mechaniker davon träumen, was die hier drauf haben. Aber was bei denen nur fehlt, ist dieses, ja, bisschen mal da Drehmoment, bisschen da Drehmoment, bisschen dieses Feingefühl, bisschen erklären, so sollst du die Schrauben nicht anziehen. Da, wo wir die Bremsen da gemacht haben, der Typ hat die mit 5000 Newton angezogen, die Reifen. Das fehlt denen halt ein bisschen, ne? Die fahren weiter und deswegen machen die ein bisschen fest, das fehlt denen. Wenn da einer noch hier wäre und denen das nur zeigen würde und sagt, schraub so, schraub so, schraub so, wie zum Beispiel mit dem Klimagas. Ich habe ihnen dann gesagt, ey Kollege, das Ding ist hochgiftig, guck mal, immer noch, immer noch. Mach es da nicht raus, aber die machen das halt, ist so. Ist auch nicht schlimm, ich sehe es nicht so eng.
In Deutschland ist sowas unvorstellbar, aber hier ist das normal. Der ist noch gut, den habe ich ja gemacht, der ist durch und den machen wir jetzt, also die beiden. Er meint, der ist eigentlich in Ordnung, habe ich aber bei den anderen auch gesagt, dass sie in Ordnung waren, deswegen machen wir neun. Biraz. Bunu mu elektro bir o zaman? Bunu mu elektro? Nasıl yapalım? Onun mizahçısı var mı yapalım? Hı? Başka ne oldu? Abi de, şimdi bu sağlam abi de. Hı. Bunu da giyelim, o çekelim. Ya sağlamsa bile onu artık zayıflamıştık. Aynen. Üç tane var burada. Bir tanesini ben yaptım zaten abi. Birincisini. Zaten diş yok. Onu sıyırmış. Ha, o gitti o zaten. O çıktı, ha, yerinden çıktı. Lan ikisine yaparız be. Ne oğlum? Onu da üstüne mi yaparız abi? Tabii üstüne oğlum. Mesafe var mı da çıkaralım. Hep bir kalkon var değil mi? Also der gerade hier war, hat sich das angeschaut und er dachte ganze Zeit, da ist eine Schraube abgebrochen. So, nein, Gewinde ist durchgedreht. Ich wusste jetzt nicht, wie das auf Türkisch heißt. So, er bestellt die Teile. Und abi, enjektör keçeleri. Hä? Civataları. Civataları. Ondan sonra enjektör kulu alacağız. Hä? Başlayacağım geri toplamaya abi. Benim adım Melih. Ben tornacıyım. Sen sadece böyle iş mi görüyorsun? Abi. Hayır. Başka ne yapıyorsun? Zirai alet tamiri yapıyorum. Tarlaya giren makinelerin tamiri. Bu arabanın bilyasını değiştiriyorum. Ön takımını yapıyorum. Der macht nur solche Arbeiten. Auch Querlenker und so. Auch Trecker und so. Macht der. Mal gespannt, wie das macht. Diğerini de yapayım mı? Onu yap abi. Okan. Okan bak buraya. Tut abi. Çekil abi gözlerine gelmesin. Weil Löcher hat sich schon mal gebohrt. Und jetzt macht er das Gewinde rein. Abi diş çekeceğiz. Okay, der ist ein bisschen radikal, ne? Er geht sofort mit dem Dings rein. Oh, der war schon mal so schief. Meşhur yap beni. Yani buna niye Pokemon diyorlar ya? Bilmiyorum. Pokemon gibi adamsın. Çekil abi gözüne gelmesin. Şimdi kırmızı olacak abi.
Hangisini? Bu altılık. Altı. Yapıştır. Uzun diştir. Ha, bu da diğerine göre daha sağlam. Efendim? Bak tak diye kırdı. Hı hı. Da jetzt im ersten abbaust. Dann bin ich mal gespannt, wie er das macht. Dan çıktım işte 3000 devri geçmedi araba. Ya bir zorladım geçsin. Geçti. 2 gün önce de Arda lambası yandı. Karşıki dükkana geç. Ne biçim doktor etmiş ya? Yok. Karşı dükkana. Kaldı mı oldu? Fertig schon bestellt? Yes, yes, yes. No. Alles gut? Almanca öğreteyim sana ya. Alles gut. Alles gut. Aynen bak. 17 seyreden. 17. Yaş kaç? 35. 35. Maşallah. Also der hat das gemacht. Ne? Einfach. Zack, zack, zack. 2 Minuten. So, schön, senin işin bitti burada. Benim işim tamamdır. Sein ist fertig. Er geht jetzt weiter. Es ist natürlich hier nicht so wie in Deutschland. Da hätte man jetzt voll die Kopfbombe aus. Geben den jetzt erstmal zum Maschinenbauer und der Maschinenbauer macht das. Da wartet ihr erstmal 2 Wochen. Und dann habt ihr, was weiß ich, 10.000 Euro nur an Arbeitskosten. Und hier radikal. Zack, bam, bam, bam. Es muss laufen. Es funktioniert. Alles gut. Und diese paar Späne, Leute, ganz ehrlich, da wird nichts passieren. Sowas mal live zu sehen, das finde ich unbezahlbar für mich. Also, ich weiß, für den einen oder anderen, der sagt, ey, was für ein Fuscher und so. Der soll dann zu Hause sein. Ich warte jetzt auf die Sachen, jetzt die bestellt. Und dann bauen wir den wieder zusammen. Und dann bin ich mal gespannt, ob er anspringt, ob er irgendwelche Probleme haben wird oder nicht. Der nächste, der abgesteppt wurde, ist unglaublich, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Kommt auch aus Deutschland. Das glaubt ihr mir nicht. Kime? Böyle geldi. Bir askere göstermiş. Çekiciyle. Sen adliyatıya bildiriyor musun arabada ne olduğunu yoksa? Ne? Adliyatıya bildiriyor musun? Sen yok, şöyle bir durum var. Yok, bunu gevşek bırakmışlar. Sadece çekiyorsunuz. Bu şekilde yollarda var. Abi, sen bunu ne zaman değiştirdin abi? Valla neyi değiştirdim? Sen bunu... Uzaklı oldular. Zaten biliğe değiştirmişim belli. Evet, değiştirdiler. Daha yeni değiştirdiler değil mi? Kim yaptı ya bunu? Servis. Servis? VW yaptı. Almanya'da. Hadi ya. Yani... Var. Var. Es ist unglaublich. Also, warum wurde die abgeschleppt? Was ist passiert? Also, man sieht ja, was passiert. Aber, nein, nein, warum wurde die abgeschleppt? Ihr habt Geräusche gehabt vorne. Aber ihr habt nicht gesehen, dass das Auto war. Okay, ihr habt ja auch keine Ahnung. Und dann wurde die abgeschleppt. VW, wo? VW. Wo? Also, Leute, man sieht das. Der hat hier einen neuen Radlager bekommen. Ne? Die Schrauben sind nach nagelneu. Vor 3 Wochen, die Reifen sind nagelneu. Und die Reifen wurden nicht angezogen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Also, VW, sorry, und kommt mir nicht mit. Die müssen doch nachgezogen werden. Trotzdem darf sowas nicht passieren. Usta sen çok görüyor musun? Mercedes'e başlamamışım da keseceğim yönü yeniden. Ya bana dediniz mi başla diye? Demedik değil mi? Aynen demedik yani. Kim toplayacak? Ya siz yaparsınız abi. Siz yaparsınız. Ya usta sen böyle şey çok görüyor musun ya? Teker. Görüyorum. Gerçek mi ya? Vallahi görüyorum. Azu. Bak. Ya çok duyuyorlar ya otobanlarda. Teker.
Abi her tekeri sıktınız mı? Yani her teker mi değişti? Yok yok, sadece bundan ikisini değişti. Abi yine de hepsine baksınlar yani, ne olur ne olmaz. Hepsini sıktık, hepsini. Aynen yani, acayip bir şey yani. Yani kaç kişisiniz arabada? Hiç, hanımlardan. Ya yine de yani. Yani sonra can da yani bunun sayısı tabii ki. Yani teker geriden çıksa, arka arabaya uçsa ne olur? Ya abi onu o ya. Birden sola çekecek. İlk şüphelenip başka arabaya çarpacak yani. Anlamaz yani. Çıkacakmış yani. Az daha. Hı-hı. Az daha gidiyormuş. Ödeki de gevşekti değil mi? Lan ikisi de gevşek çıktı. Also ich bin sprachlos. Fabi size dedi mi gelin nachziehen edeceğiz falan pısık falan bir şey gerek dedi mi? Dedi. Ha? Gerek yok dedi. Ya canım. Dur. Söyle. Kağıtta yazıyor. Ya yine de. Yazıyor. Bana şunu sordu. Önden bir sisteme baktı. Önden gazdan bir geçti bir şey. Sorun oldu mu? Olmadı. Aynen. Öyle bir yapıyor. Also Frau W. hat einfach gesagt, ihr braucht nicht mehr nachziehen, er wurde schon gemacht. Ihr könnt einfach weiterfahren. Also unglaublich. Und ich glaube nicht. Das ist unglaublich. Da wurde der Azubi einfach mal beauftragt, hier, kontrollieren wir alles. Und der war irgendwo auf TikTok unterwegs, glaube ich. Und dann hat er das nicht gemacht. Und dann spielt man mit ja, Menschenleben. Ne? Neyse, büyük büyük geçmiş olsun. Allah'tan başka bir şey yoktu ya. Yani, ya da Allah'tan yani. Bana gelsin yani, cennet bir şey olmaz ya. Ya abi. Ya şimdi sen bir düşün. Bu taraftan araba geliyor, tır geliyor. Sen buradasın. Bu bir çıkarsa, bir sola çekerse. Kurtulursun yok. Yani kollarını kırılır yani. Direksiyon kollarını kırar. Yani Allah göstermesin. İmkanı olmaz. İmkanı olmaz. Aziz Temiz Gefährlik. Kommt mir nicht mit 18. Wahnsinn. Ja, sei schön, aber. Gute Nachrichten, wir sind vorangekommen, die Binde ist alles drin. Aber wir haben jetzt schlechte Nachrichten. Sagen wir uns da, şimdi Problem ne? Şu keçeleri sipariş ettik, şunları. Şu civakalar değişecek. Genau. Enjektörlerin pulları gelecek. Ondan sonra toplama başlayacağız. Genau. Also, das eine ist ja rausgeflogen bei dem Druck. Und die werden wir erneuern. Die werden wir erneuern. Und die Schrauben haben wir schon da. Die sind hier. Das sind die neuen Schrauben. Nur das Problem ist, leider Gottes, dass wir die Schrauben oder die Sachen morgen kriegen. Rücklauf haben wir auch noch. So, hier sind die neuen Schrauben. Salam alaikum. Alaikum salam. So, wie er das gemacht hat hier. Da ist ein bisschen dunkel. Sieht man nicht, aber guckt euch mal an, was für eine Arbeit dieser Kerl, dieser Teufelskerl gemacht hat hier. Wahnsinn. Einfach nur geile Arbeit, der Typ. So, wir sind fertig für heute. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen jetzt warten bis morgen. Also werden wir jetzt ein bisschen die Stadt sehen. Weil Edirne ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Deswegen, mein Bruder ist auch hier irgendwo. Den werde ich auch noch gleich sehen. Ja, der ist extra hier hingekommen. Ja, wollte noch mal schauen, ob alles in Ordnung ist bei mir. Ja, Family halt, ne? Love you. Ja, ich sag mal alles hier mal tschüss und dann gehe ich auch mal. Edirne, tamam, çık dışarı. Bu kadar basitmiş mi?